Hallo, es ist Mittwochabend und wir haben den 7. Februar und es ist 17:33 Uhr. Schlusskurs wird gerade gemacht, aber da warte ich jetzt nicht drauf. Also, das ist für den DAX gesprochen ziemlich armselig, was der macht. Das ist Feigheit vor dem Freund. Die 17.000, wir hatten jetzt heute das Hoch bei 17.021, gestern bei 17.049 und es kommen keine Anschlusskäufe. Der Abstand, auf den ich immer wieder schaue, ist ja der zum Nasdaq und da sind wir jetzt auch schon wieder auf 840 Punkte gekommen. Das ist viel. Und gerade was er heute gebracht hat, ich mache es mal immer näher ran, das ist schon armselig. Es ist wirklich armselig. Ich habe für die, ich weiß, es gibt einige von euch, die diese Linien hier mögen, habe ich die mal rangezogen. Da sind wir per, heute, wo ist denn jetzt hier meine, da, Fadenkreuz. Da sind wir per Morgen, sind wir bei 16.860. Und da sind wir kurz vor der 20-Tage-Linie. Ich gehe gleich auf die gestrichelte Linie Nummer 1. Das ist armselig. Was mir dazu einfällt, das ist ein Lied Ende der 70er von den Sex Pistols. Ja? Sid Vicious und Johnny Rotten. This is not a love song. Es ist einfach, es ist erschreckend, wie wenig Vertrauen hier ist. Auf der anderen Seite, ich war am Wochenende, war ich ja oben in Mittelerde, also Frankfurt. Da haben mich alle möglichen Leute gefragt, die wissen, was ich mache. Concierge, Kellner, Freunde meiner Kinder, Klassenkameraden. Ah, soll ich jetzt noch hier Microsoft kaufen und Meta und wie auch immer. Wir sind mitten, also im Nasdaq, bei diesen besagten Werten sind wir meines Erachtens auch mitten in so einer Milchmädchenhosse. Da gehen bei mir alle Glocken an, wenn Leute, die noch nie in ihrem Leben eine Aktie hatten, auf einmal sagen, soll ich nicht, soll ich nicht. Ja, das erinnert mich an Bitcoin bei 62.000. Gut, wie dem auch sei, der DAX sieht echt nicht gut aus im Sinne von, er gibt auf. Das dauert zu lange, um hier drüber zu gehen. Ich meine, das zu erkennen über das Verkaufssignal der traditionellen Sichtweise MACD, über die moderne sowieso. Ich habe heute ein frisches Verkaufssignal erhalten in der Stochastik. Wir haben hier ein fettes Doppeltop. Und wir waren gestern drüber. Es war nicht viel, also es war noch so gerade so im Toleranzbereich, aber es ist einfach nicht gut. Und dass der dann so locker nachgibt, wir sind jetzt gerade eben bei 16.912, das ist einfach ein Armutszeugnis. Ich habe heute Morgen einen Film reingestellt über Bayer. Die haben dann halt auch ein bisschen was verloren. Wir hatten Favoritenwechsel. Das waren dann heute mal Sartorius und die Autos. Ich stehe zu den Bayer, auch wenn sie jetzt momentan haben sie 40, 45 Cent verloren gegenüber dem Schlusskurs gestern. Ich stehe dazu, aber das sei nochmal dazu gesagt: Stop ist bei 27,5. Da gibt es kein Wenn und Aber. Dann war meine Analyse falsch und da muss man auch zu stehen. Aber zurück zum DAX: Das ist nichts hier. Das ist einfach, ja, Feigheit. Ja, und ich sage nicht vor dem Feind, das finde ich doof. Feigheit vor dem Freund, wenn ich die 17.000 als Freunde achte. Ich persönlich bin nach wie vor so gut wie gar nicht im Index drinne. Ich bin in den Einzelwerten. Das war dann heute mal wieder sowas wie VW oder auch Sartorius. Die Nordex waren gut. In den letzten Tagen waren die BYD gut. Das macht mir einfach mehr Spaß, als jetzt hier im Index da rumzurödeln. Ja, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wenn ich das hier sehe, habe ich gebe ja nicht so viel auf diese Linien hier. Ich orientiere mich hier an der 20-Tage-Linie, die ist bei 16.776. Wir können hier weiter so ein bisschen rumoszillieren. Jetzt gehe ich mal hier auf diese gestrichelte Linie, die hatte ich neulich schon mal gezeigt. Das ist diese hier, das ist das Gap vom 23.01. Und da sind wir genau bei 16.657, Entschuldigung, doch 16.657. Das ist, und das verbindet sich mit dem 200er gleitenden Durchschnitt auf der 4-Stunden-Ebene. Das ist für mich so ein Punkt, da muss ich mir das überlegen. Ich bin eigentlich froh, dass ich in Urlaub gehe nächste Woche. Und ihr wisst, was passiert, wenn ich in Urlaub gehe. Ab 17. Februar bin ich weg. Und zwischen 3 und 4 Wochen, dann habt ihr hier die Wolle. Das ist ja meistens das Gleiche. Aber ich sehe auch von dem 4-Stunden-Chart her, das ist alles nach unten gerichtet. Man muss es auch nach dieser Bewegung. Und das ist hier dieser Bereich von diesem Trend. Der verbindet sich hier mit dem Tief vom 5.2. um 16 Uhr bei 16.853. Ja, das ist ein Support, aber es müssen Käufe rein. Und ich sehe nach wie vor keine echten Käufe. Was ich hier und da mal sehe, zum Beispiel bei sowas wie Nordex, ist, dass verschiedene Hedgefonds, die gern Short gehen, auf einmal ihre Positionen schließen. Aber trotzdem ist das für mich hier nicht wirklich vertrauenserweckend, muss ich einfach so sagen.
Ich gehe gar nicht erst auf die Stunde. Gehen wir mal hier wieder auf den Tag. Also, diese Linie hier für den, der sie mag, ist in Ordnung. Ja, ich vertraue dem nicht. Shorts, sämtliche Shorts müssen über 1775 geschlossen werden, weil dann darf er nochmal ziehen und er darf ziehen, nach meiner Berechnung, auf die 17.250. Bis dahin kann er gehen. Nur allein ihm fehlt die Traute. Und das ist, this is not a love song. Ist einfach so. Muss man mal durchgehen. Ja. Hört euch mal das Lied an. Ich glaube, es gibt es auf YouTube. Das waren schon, das waren schon Freaks. Das muss man echt sagen. Sid Vicious und Johnny Rotten. Über letzteren gibt es ganz bösen Witz, aber den erzähle ich jetzt hier nicht. Ich vertraue dem Markt hier nicht. Ich bleibe raus aus dem Index. Ich bin in den Einzelwerten. Das macht mir einfach mehr Spaß. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.